Marinaden, die zweite Möglichkeit, Geschmack in Fisch oder Fleisch zu bekommen. Zum einen kann man ja alle Zutaten immer dazu werfen und es nachher einfach rausfiltern. Wir werden jetzt vorher alles mörsen, dann durch ein Sieb geben und man kann so den Geschmack zu Fisch, Fleisch in der Pfanne einfach bringen. Wir nehmen Olivenöl, geht aber auch mit Raps- oder Sonnenblumenöl. Für ein bisschen Süße nehmen wir Honig, für ein bisschen Schärfe Chili. Dann nehmen wir ein bisschen Pfeffer, Knoblauch, Rosmarin und Thymian und zum guten Schluss noch ein bisschen Orangenabrieb. Wie fangen wir an? Zuerst kommt der Pfeffer in den Mörser. Packen wir auch gleich den Knoblauch dazu. Dann kommt der Chili dazu. Für die Menge wird ein halber erstmal reichen. Dann nehmen wir den Thymian, wobei wir da ja eher die Blätter wollen. Den Rosmarin. Den Orangenabrieb. Jetzt nehmen wir uns einen Mörser und legen los. Man braucht schon ein bisschen Geduld und ein bisschen Kraft, aber letztendlich kriegt man so am besten den Geschmack, den man haben will, aus allen Zutaten raus. Nach so 3-4 Minuten geben wir dann den Honig dazu für ein bisschen Süße. Das Olivenöl. Verrühren wir jetzt noch. Jetzt lassen wir das Ganze einfach für eine gute Stunde stehen, damit sich die Geschmäcker einfach noch entfalten können. So, unsere Stunde ist rum. Jetzt nehmen wir uns ein Sieb, wieder ein Glas, was man luftdicht verschließen kann. Sieb drüber und mit viel Fingerspitzengefühl durch ein Sieb. Glas. Jetzt müssen wir das Glas nur noch verschließen und fertig ist eine wunderbare Marinade für Fisch oder Fleisch.